In der bayerischen Abiturprüfung 2023 mussten die Abiturienten von dieser Funktion den Schnittpunkt mit der Y-Achse bestimmen. Und das ist insofern interessant, weil es jedes Jahr Abiturienten gibt, die diesen Punkt verschenken, obwohl es immer für alle Funktionen dasselbe Vorgehen ist und ich zeige dir, wie es geht. Wenn du also den Schnittpunkt mit der Y-Achse willst, stell dir gerne mal auf der Y-Achse irgendeinen Punkt vor. Du wirst feststellen, die X-Koordinate von diesem Punkt ist 0. Und genau so bekommst du auch den Schnittpunkt mit der Y-Achse. Du setzt für x 0 ein in die Funktion. Mit anderen Worten, du bestimmst f von 0. Machen wir das doch mal. Also, wenn ich 0 einsetze, erhalte ich 2 mal e hoch minus 1 Achtel mal, und da muss ich halt jetzt für x 0 einsetzen, also mal 0 Quadrat. Und das Schöne daran ist, das schaffen wir sogar im Kopf. 0 Quadrat, 0 mal 0 ergibt 0. Und 0 mal irgendwas, also 0 mal 1 Achtel oder minus 1 Achtel, ist auch 0. Mit anderen Worten, f von 0 ist dasselbe wie 2 mal e hoch 0. Als Abiturient weißt du das wahrscheinlich, aber irgendwas hoch 0 ist 1. Mit anderen Worten, 2 mal 1 ergibt 2. Und der Schnittpunkt mit der y-Achse, ich nenne ihn mal sy, lautet also 0 und 2. Und das war Abi mit Nick.